Ja, Lisa, wie wir sehen können, du bist hier im Klinikum Augsburg. Auf welcher Station ist das genau? Das ist die Station 10.1, Krebsstation, hauptsächlich für Leukämie. Du hast einen ganz, ganz schlimmen Befund bekommen. Erzähl mal ganz kurz, wie bist du darauf gestoßen, dass du Leukämie hast? Wie ist das passiert? Also ich war eine Zeit lang oder eine Woche lang krank, hatte dann glücklicherweise noch eine Nagelbettentzündung. Dadurch wurde mir Blut abgenommen und dann ging alles ziemlich schnell. Innerhalb einer Woche war ich dann hier und habe eben den Befund akute Leukämie bekommen. Das ist eine Diagnose, die unfassbar schrecklich ist. Wie bist du denn damit umgegangen? Du bist 21 Jahre alt, ein fröhliches Mädchen. Da hinten sind Fotos, wie du mit deinen Freundinnen beim Feiern bist. Und von einer Minute auf die andere ist alles anders, ne? Ja, also ich war ziemlich geschockt am Anfang. Auch, dass ich die ganze Zeit hier bleiben muss, dass ich nicht nach Hause darf. Genau, mittlerweile sind es eben 5 Wochen, dass ich jetzt hier bin. Und ja, es ist immer Warten angesagt, bis die nächste Befunde da sind oder Untersuchungen stattfinden. Das heißt, wir reden von Chemotherapien. Man sieht es, du hast deine Haare fast verloren, ein ganz kleiner Flaum ist noch da, das Typische. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert denn da eigentlich? Also es wird einfach im Körper komplett alles zerstört, damit diese bösen Zellen kaputt gehen, aber blöderweise auch durch die Chemotherapie auch die guten Zellen. Und eben, man verliert seine Haare, die Haut wird ziemlich trocken, Infektionen können auftreten, wie eben man auch sieht jetzt, dass Herpes aufgetreten ist. Was hat dein Umfeld dazu gesagt? Deine Freundinnen, deine Familie, du hast einen älteren Bruder. Ich denke, keine leichte Situation für alle. Wir waren alle ziemlich geschockt am Anfang. Ich habe dann auch gleich meiner Oma und meinem Bruder zu Hause Bescheid gegeben. Die waren auch alle ziemlich geschockt. Familie war geschockt natürlich. Meine Freunde konnten es auch alle nicht glauben, aber ja, die unterstützen mich alle sehr gut. Also ich kriege jeden Tag sehr viel Besuch. Wir versuchen eben das Beste draus zu machen. Ich wollte gerade fragen, wie steckt man sowas weg? Ich meine, das ist eine Diagnose, die normalerweise auch zum Tod führen kann, wenn du keinen geeigneten Stammzellenspender findest. Richtig, ja. Immer positiv denken, auch im nächsten Tag hinein eben. Ja, das ist das Beste, wenn man eben psychisch gut dabei ist, dann geht es einem auch allgemein besser. Während der Chemotherapie ist natürlich immer ein bisschen Tiefpunkt, aber da meine Eltern immer für mich da sind und mein Bruder vor allem, geht das alles auch viel besser. Jetzt habe ich auch eine Zimmernachbarin eben in meinem Alter, die auch schon ziemlich viel mitgemacht hat und dann kann man sich auch gut austauschen und das geht eben allgemein, geht es einem viel besser. Haben die Ärzte schon mal irgendwas verlauten lassen können, auch wie die Heilungschancen stehen? Wie lange musst du denn noch hier bleiben? Also Heilungschancen sind bei einer akuten Leukämie zum Glück ziemlich gut. Jetzt brauche ich eben noch einen Spender, der hoffentlich bald zu finden ist. Genau, das ist halt dann noch die Endstufe. Jetzt wird eben nochmal geschaut durch das Knochenmark, ob da noch Leukämiezellen vorhanden sind. Wenn ja, bekomme ich eben den nächsten Tage nochmal die dritte Chemo. Ansonsten wird erstmal geschaut, wie sich meine Zellen wieder aufbauen. Und wenn das alles gut läuft, dann bekomme ich eben noch eine Chemo vor der Stammzellenspende und dann eben gleich die Stammzellenspende, wenn einer eben gefunden ist. Ja. Und jetzt seid ihr dran. Wir wollen, dass ihr euch typisieren lasst. Es tut nicht weh, es wird nicht mal in den Finger gepiekst. Ihr bekommt einfach ein Wattestäbchen in den Mund. Es wird ein bisschen Speichel abgenommen und daraus kann man theoretisch deinen genetischen Zwilling herausfinden. Das passiert weltweit. Es kann also auch jemand sein, der in Brasilien lebt, der dir auf jeden Fall das Leben retten kann. Und das wäre doch ganz, ganz toll, wenn ihr das sein könnt. Stellt euch das mal vor, ihr könnt Lisa helfen. Wo muss man denn jetzt nochmal genau hin? Am Samstag ist eine Riesenaktion in deiner Heimatstadt in Pöttmes. Die sind sowieso schon alle on fire. Die wollen natürlich alle mithelfen, wer noch nicht registriert ist. Aber wo muss man denn hin, wenn man jetzt zum Beispiel aus Augsburg kommt? Am 30.11. eben diesen Samstag nach Pöttmes in die Grund- und Mittelschule in Pöttmes.
Von 11 bis 16 Uhr findet die Veranstaltung statt. Es ist auch so viel geboten. Es gibt eine Tombola, es gibt Kaffee und Kuchen, es gibt was zu essen, Würstchen, alles ist, für alles ist gesorgt eben. Und man kann sich eben nebenbei schnell mal auch typisieren lassen. Das ist aber die Hauptsache. Das müssen wir nochmal dazu sagen. Die Würstchen sind okay, aber wir wollen ja, dass ihr euch typisieren lasst bei der DKMS, der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei. Und wir wollen, dass da mindestens 1000 Leute auftauchen, liebe Lisa. Das ist unsere Aktion. Und wir drücken dir einfach die Daumen. Das wird auf jeden Fall klappen. Und wer weiß, vielleicht bist du einer, der hier richtig helfen kann. Dankeschön, Lisa. Alles, alles Gute. Dankeschön.